Hallöchen Leute und herzlich willkommen zum Xur Review am Freitag. Natürlich wieder der Angelus dabei. Hallo Angelus. Ein wunderschönes Moin Moin. So, und nicht wunderschön, das ist leider meine Titanin mit ihren Opferfäusten und ihrem Strike-Helm. Sieht aus wie ein Opfer. Ja, voll das Opfer. Guckt euch mal an. Die war mal so schön und jetzt schaut euch mal an, wie... viel zu breit, wie so ein Footballspieler. Aber gut, wir wollen uns Xurs Inventar anschauen, euch ein paar Kaufempfehlungen aussprechen. Diesmal wird es ein bisschen einfacher, weil wir die ganzen Items kennen. Das ist schon mal praktisch, ne? Richtig. Gibt aber halt wieder ein paar neue Möglichkeiten mit den neuen Fokis. Fokusse. Ja, Fokusse. Foki. Ich glaube, der Foki ist es nicht. Die Kurzform für Fokuhila. Klingt den Foki. Okay. Vermächtnis-Engramm. War mal jemals was anderes als eine schwere Waffe drin? Oder geht es nur darum, den Leuten endlich ihr Hörnchen zu schenken, weil sie alles andere schon haben? Keine Ahnung, das sieht ja auch von Symbol her aus wie eine schwere, ne, oder? Ja, da steht da. Vermächtnis-Engramm, schwere Waffe. Ja, genau. Das war bisher irgendwie immer eine schwere Waffe da, glaube ich. Wie kann mich jetzt eigentlich genau auf 11.500 Glimmer? Ist ja interessant. Aber okay. Eine unüberwindbare Schädelfeste. Die Danenhelm. Ja. Hat er ja schon zum zweiten Mal dabei in der neuen Variante, ne? Ja, ich bin mir jetzt nur gerade nicht so sicher, wie der letzte war von den Stats her. Da weiß ich nicht mehr genau. Das weiß ich echt nicht mehr genau. Hattest du den nicht geholt? Hattest du nicht erzählt? Habe ich den geholt? Nee. Ich habe mir Helm und Kammer geholt. Ah. Und habe dann da zwei Helme rausgezogen. Einmal den Helm des ersten Lichts und einmal den himmelsch-kriegerisch. Himmelsch-kriegerisch. Jo. Und, das war es eigentlich so. Deswegen, schauen wir uns das Ding mal an. Also, Intellekt 36, Stärke 31, erhalte einen zusätzlichen Nahkampf. Ladung, gucken wir uns mal meinen Helmvergleich an. Oh, der ist schlechter. Okay, er ist auch nur auf 267 Verteidigung. Aber, Lakaien der Dunkelheit mit Nahkampf geht's besiegen, gewährt Bonus Superenergie und wenn du es fern aufhebst, erhältst du Bonus Nahkampfenergie. Und nicht vergessen, Sturmfaustkills stellen sofort Gesundheit wieder her. Ja, verbesserte Transfusion. Ja, ich bin jetzt bin ich bei mir in der Übersicht. Ja. Sturmfaustkills stellen sofort wieder Gesundheit her. Du steigst mit voller Nahkampfenergie wieder ein und erhältst einen zweiten Nahkampfangriff. Warte mal, das war neu, ne? Das mit dem zweiten. Ja. Das war neu, genau. Intellektbonus erhöhen, Stärkebonus erhöhen. Ja, das sind auch die beiden Attribute, die hier drauf verteilt sind. Man kann auch wieder Schwerstarbeit reintun, was ich ja persönlich sehr geil finde. Lakaien der Dunkelheit mit schweren Waffenkills, so seitdem gewährt Bonus Superenergie. Wenn halt nicht, hier macht es wieder Sinn, weil wir praktische Anlagen und Schwerstarbeit haben, anstatt Kehrschatten. Genau, Hier können wir uns dann entscheiden, machen wir es mit Nahkampf, was ein bisschen besser zum Helm passen würde, oder machen wir es mit schweren Waffen. Also, schon eigentlich ganz cool, dass man sich hier sinnvoll entscheiden kann. Und dann haben wir halt eben noch Kräftigung, ne? Bonus, Sphärenaufheben, Bonus Nahkampfenergie. Also für die Gesundheitsregeneration bei der Sturmfaust ist natürlich wieder auf den Stürmer reduziert, aber trotzdem mit der Nahkampfenergie und zwei Nahkampfangriffen kann man den auch mit anderen als Verteidiger oder als Sonnenbezwinger natürlich auch super spielen, hat man zwei Nahkampfangriffe und bei dem Sonnenbezwinger machen die auch ziemlich viel Schaden und dann kommen ja noch einige Boni dann noch dazu, die der Sonnenbezwinger bei dem Nahkampfschlägen hat und dann hast man ja zwei Nahkampfangriffe, ist immer ganz coole Sache eigentlich. Ja, oder zweimal eben Barriere der Macht, Machtbarriere. Zum Beispiel als Verteidiger, ja. Das geht auch, das ist auch schon ganz cool. Die Werte sind, glaube ich, nicht so prickelnd. Ich schaue gerade mal, vergleiche jetzt mal hier. Mein himmlisch-kriegerisch kommt zum Beispiel auf 53 und 50. Die sind also... Ja, es geht so. Es geht so. Könnte ein bisschen besser sein, glaube ich. Der Grundwert zumindest. Ansonsten, die anderen Perks praktisch veranlagt, Schwerstarbeit, sind PvE-Perks, logischerweise, weil es hier nur um Lakaien der Dunkelheit geht, sind nicht sonderlich sinnvoll, nützlich. Deswegen, ich würde ihn die wahrscheinlich nicht im PvP benutzen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Dadurch, dass ich den Helm des innersten Lichts habe und ich den auch früher schon immer toll fand, oder mit Sicherheit, wenn ihr auch das nicht hier zum ersten Mal schaut, ihr wisst, dass wir den sehr, sehr gerne im PvP spielen. Als Stürmer auf jeden Fall. Würde ich den wahrscheinlich bevorzugen, sollte ich Stürmer spielen.
Na, als Zombiezwinger würde ich sogar die Opferarmschienen dann auswählen für PvP. Wegen dem Scheiterhaufen extra. Das stimmt. Opferfäuste sind im PvP eine sehr, sehr gute Wahl, definitiv. Ich muss meinen bedeutend, also noch so viel leveln, guckt euch das mal an. Wie wenig ich hier freigeschaltet habe bei meinem Titan, bei meinem Sonnenbezwinger mit grünen Stiefelchen laufe ich hier rum. Geht echt gar nicht. Aber okay. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Item, zum Schwachkopfradar. Da gehe ich mal direkt in die Übersicht. Also, Intellekt 34, Disziplin 45. Und Sensorbündel. Das Radar bleibt beim Ziel mit Primärwaffen sichtbar. Da hat sich da auf jeden Fall nichts verändert. Da kam so nichts dazu. Dann können wir einmal Intellekt erhöhen oder Disziplin. Auch wieder die beiden, die wir hier, naja, die auf dem Helm draußen sind, die beiden Attribute. Wie gesagt, kann ja auch mal vorkommen, dass ihr dann irgendwie Stärke erhöhen könnt, obwohl dann irgendwie nur Intellekt auf dem Helm drauf ist. Da könnt ihr dann ein bisschen mischen. Auch hier haben wir dann. Naja, Kehrschatten und praktisch veranlagt. Das ist ja das, was ich gerade eben angesprochen habe. Ja, Nicht so was sonderlich noch nicht, ja optimal. genau. Wo wir den Sinn noch nicht richtig verstanden haben, ob das jetzt mehr bringt oder nicht, Alter. Ja, das ist halt einfach Nahkampfkills. Dann, oder alle Kills. Das ist einfach ein bisschen strange. Aber okay, dann haben wir Infusion. Stellt jedes Mal Gesundheit wieder her, wenn du eine Lichtsphäre aufhebst. Das war nie auf dem Schwachkopfradar drauf, oder? Nein, Maske des dritten Mannes hat es immer Ne? gehabt, Genau, ja. das hatte der immer eigentlich. Sehr Aber das ändert interessant. sich, ja hier sowieso meistens die letzte Fähigkeit. Deswegen jetzt mal diese Variante für den. Ja, jetzt kann man auch mal den benutzen bei Situationen. Das ist ja auch mal ganz, ganz interessant. Wenn man, ich glaube, in der Nähe einer Fäulnis ist, dann ist man ja auch irgendwie so Fäule berührt. Wie heißt das nochmal, diese Debuff? Da regenerierst du keine HP. Interessanterweise. Das ist mir beim Erspielen der Black Spindle aufgefallen, weil wir am Anfang in dem Vorraum standen und irgendwann so eine Fäulnis davor spawnt und auf einmal die Regeneration der HP Ja. gestoppt hatte. Da musste ich mich immer unsichtbar machen mit meiner Rauchgranate, bin hin mit der Shotgun, hab das Ding weggeballert, dann ging es wieder. Dann müsste da eigentlich Infusion auch funktionieren. Das heißt, wenn dann Sphären rumliegen und ihr spielt dann gerade gegen Besessene, dann müsstet ihr auch, wenn ihr von dieser Fäulnis berührt seid und in der Nähe von so einer Fäulnis, dann müsstet ihr auch so HP regenerieren können. Auf jeden Fall Wäre ganz eigentlich interessant, ne? so in der Variante früher noch besser gewesen für Crota, Mhm. weil man im Raid ja meistens dann eh als Revolverheld meistens unterwegs war, außer jetzt bei Crota selbst. Wegen der Ja. Unsichtbarkeit noch, aber Also sonst, außer der ja. Ki außer der Speerträger. Der hat natürlich dann immer. Da war es Genau, ganz okay mit der Maske des dritten Mannes. Aber Alternativen wären schon ganz cool gewesen, weil man halt wirklich immer diesen Helm haben musste. Oder einen der Raid-Helme mit dem Infusionsperk drauf. Also, was ja. auch Glückssache war bei den War Dingern. das bei Glückssache, ja. Ansonsten der Helm. Ich habe ihn mal am Anfang mal benutzt. Ganz am Anfang von Destiny, aber dann gar nicht mehr. Ich eigentlich auch überhaupt nicht, ne. Ich fand das Perk. Auf manchen Waffen war es halt schon drauf. Und das ist ja, wir haben das immer wieder gesagt, auch damals bei diesem PvP-Talk mit Nexus. Es ist kein Perk, wo man sich jetzt denkt, ja, das muss ich unbedingt haben. Und es geht hier ja auch nur für die Primärwaffen. Von daher ist es nice to have, man braucht es aber nicht. Ich würde jetzt persönlich nicht sagen, es ist jetzt so der Mega-Helm und den muss man unbedingt haben. Nö, für Sammler, würde ich sagen. Ja, für Sammler. Vor allen Dingen Gut, könnt ihr ich euch den kenne. auch für legendäre Marken kaufen. Ja, ich kenne zwar welche, die finden das super geil, wenn das Radar immer aktiv ist, weil die ganze Zeit Dauer im Zoom hängen, glaube ich, oder so. Die finden das super cool und haben auch diesen Helm hier öfters in Benutzung, aber ja, muss jeder selber wissen, würde ich mal sagen. Ja, definitiv. Definitiv. Wobei, ich muss sagen, der Demon Strike diese Woche, da ist ja der Radar aus. Und wenn er gar nicht da ist, das ist schon irgendwie Ja. ein sehr. Ah, Ja, wenn er gar fremdliches nicht da Gefühl. ist, ist komisch, ja. Ich habe es noch nicht gespielt, den Dämmerung, jetzt diese Woche. Ja, es ist nicht sonderlich schwer. Schildbrüder gehen einem ab und zu mal ein bisschen auf die Nerven, aber Ja, die ist mache ich schon im nicht schwer. Nahkampf ja mit dem Schwert. Ist schon ein sehr, sehr komisches Gefühl, wenn der Radar gar nicht an ist, aber den permanent aktiv zu haben, braucht man auch Ja, nicht. Ne? genau. Braucht man eigentlich auch nicht. So, deswegen gehen wir weiter zum Warlock-Item. Und zwar sind das die Klauen des Ahamkara. Auch nichts Neues. Haben Stärke 50 drauf. Und haben das Geflüster. Gewinne zusätzlich Ladung für alle Warlock-Nahkampfattacken. Warlock-Nahkampfattacken. ja, das ist mir auch letztens schon passiert.
Das war, nee, das war, ich wollte eigentlich sagen, erst sagen, das war ein Kinderspiel beim Dämmerungsstrike und oder und dann wollte ich sagen, nee, das war das reinste Zuckerschlecken und dann habe ich, das war ein Zuckerspiel gesagt. Oh, Mann, 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 Mann. Zu müde, zu müde. Ja. Das war ein Zuckerspiel. Also, das Geflüster. Zusätzliche Na Ladung für alle Warlock-Nahkampfangriffe. Oh, oh Mann. Disziplin erhöhen. Ja, wir haben jetzt hier aber Stärke drauf. Deswegen können wir noch zusätzlich Disziplin draufholen. Oder Stärke nochmal erhöhen. Dann Spontanentladung. Erhöht das Nahkampfangriffstempo. Oder Einschlaginduktion. Bonusgranatenenergie bei Nahkampftreffern. Automatikgewehr-Nachlader oder Scharfschützengewehr-Nachlader. Kann man also sehr, sehr, sehr gut an den eigenen Spielstil noch ein bisschen individuell anpassen. Waren ja eh schon immer sehr, sehr coole Handschuhe im PvP. Ja, gerade auch als Sonnensänger hatte man dann zweimal den Flammschlag da. Entflammen hieß es doch, ne, beim Warlock. Das Zwei ist schon. Aufladungen davon, der hat ja ordentlich Schaden gemacht, obwohl Energieabzug war damals auch nie so schlecht und so von Ja. der Reichweite her. Aber das ist ja jetzt durch den Sturmbezwinger oder Sturmbeschwörer, ne, ist es ja dann noch heftiger mit dem Nahkampf, mit der Nahkampfreichweite, weil der den Nahkampf noch höher machen kann, die Reichweite. Plus dann auch noch hat er als Passive im Skillbaum, dass Nahkampfangriffe die Granate wieder aufladen und die Granatenkills den Nahkampf wieder aufladen. Und hier hat man ja zwei Nahkampfangriffe zur Verfügung. Dann ja, schmeißt man halt eine Granate, haut kurz einen um, hat wieder die Granate und der Nahkampf ist ja auch noch da, der zweite. Genau, das ist schon. Da kann man schon eine gute Serie dann, glaube ich, mit hinlegen, ohne dass man da Probleme hat, dass man mal keine Granate oder keinen Nahkampf zur Verfügung hat, wenn sich das gegenseitig mal auflädt bei dem Sonnenbeschwörer. Die Sturm. So, Stormcaller. ja. Der Sonnenbeschwörer. Ich beschwöre die Sonne. Ja, das ist auf jeden Fall schon ein ziemlich starker Handschuh, den viele früher unterschätzt haben. Ich habe jetzt mehrfach gelesen, ja, das Inventar wäre so schlecht. Der Handschuh hier ist auf jeden Fall sehr interessant. Den solltet ihr euch angucken, wenn ihr Warlock-Spieler seid. Ich bin es hier ja noch nicht. Ich finde nicht die Zeit, noch meinen dritten Charakter gerade hochzuspielen. Den Titan, den spiele ich ab und zu immer mal wieder. Ihr seht es ja an meinem Lichtlevel. Mit dem Jäger habe ich einfach kein Glück, was die Drops angeht. Leider, leider. Aber ich werde mir den hier auf jeden Fall holen. Für meinen Warlock. Den werde ich mir zulegen. Weil ich auch die Perks. So, jetzt geht's wieder. Die Perks insgesamt finde ich, die Auswahl finde ich ganz interessant. Und vor allem, weil ich auch nochmal hier Stärke und Disziplin erhöhen kann. Das passt echt super auf diese Handschuhe. Und ja, da muss ich auf jeden Fall sagen, Kaufempfehlung. Warlock-Nahkampfangriffe sind sowieso mit die stärksten, finde ich, im Spiel. Ja, Weil das war. das Verhältnis von Reichweite und Schaden, das passt einfach immer. Es passt nicht nur, es ist einfach nur saustark. Es ist, wenn ich Ja, mal, wenn beim ich wieder Titanen an, nervt mich das, muss ich ja, wenn ich sagen. mal an den Titan denke, ich habe früher immer Jäger gespielt, dann habe ich mit dem Warlock angefangen und habe als letztes einen Titan gemacht. Und dann, was ist mit meinem Hals los? Ey, ich verstehe das nicht. Warte mal, einen Schluck Wasser trinken. So mitten in der Aufnahme. Also wenn man erst als drittes mit dem Titan anfängt zu spielen, dann kommt man damit nicht zurecht. Am Ja, Anfang. Am das. Anfang dann. Ich habe immer den Typen so vorm Kopf so. Ja, genau. Scheiße, der war wieder ein Stück zu weit Wie so weg. ein Betrunkener in einem Faustkampf, einfach mal voll Ja. daneben geschlagen. Ja, das war schon immer sehr, sehr nervig, muss ich sagen. Interessanterweise ist aber Titan der mit meinen besten Stats. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber okay. Es sind super Handschuhe. Ihr könnt natürlich auch euer Glück versuchen und stattdessen einfach mal das exotische Engramm kaufen. Vielleicht kriegt ihr die dann mit einer anderen Zusammenstellung. Mache ich persönlich jetzt nicht. Nö. Sehe ich gar nicht ein. Ja, Armengramme diese Woche. Es gibt schon ein paar interessante Arme. Zum Beispiel hat eben die Opferfäuste. Ihr könnt ja alle da auf jeden Fall gesichert ja zwei Arme rausbekommen. Beim Jäger gibt es ja auch wieder einige. Die ganzen Jo, Ahamkara zum Beispiel. Ahamkara-Griffe, Und, nee, warte mal, das ist Waffe. Das ist, nee, Rüstung ist da drüben. Was gibt es denn hier noch? Ja, zwei. Ja, zwei Arme. Ach, Ruinflügel und dann noch etwas. Ruinflügel, Opferfäuste, noch etwas ist hier. Da gibt es auf jeden Fall einiges, was ihr hier bekommen könnt.
Ich habe meine Bewegungen nicht. Ich würde sagen, aber wir sind soweit durch. Ist das bei dir? Ne? Jo. Also eine wirkliche Kaufempfehlung, ein ganz nettes Item, ein Item, das nicht so, also für mich nicht so empfehlenswert ist, aber trotzdem wieder ein ganz, also das Inventar ist okay. Viele haben sich ja beschwert, wie gesagt, ne? Wäre ja so schlecht, aber die Warlock-Armschienen, die dürft ihr definitiv nicht unterschätzen. Jo, ich würde sagen, fertig. Osiris gibt es diese Woche noch nicht, sondern erst nächste Woche. Eisenbanner auch nächste Woche. Das heißt, für die meisten steht jetzt hier entweder Raid spielen an oder, wenn sie genauso viel Pech hatten und nach 4 Stunden Event suchen, immer noch keinen Kriegssatelliten finden, vielleicht die Sleeper Simulant Questreihe, um auch mal die Waffe zu bekommen, was mich ja tierisch aufgeregt hat. Ich muss ja sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass sie Eisenbanner und Osiris zusammenbringen. Ja, das ist vielleicht. Warum? Warum hätten sie Osiris nicht eine Woche später bringen können? Ja, da hätten man auf jeden Fall 2 Wochen was gehabt. Jetzt wieder alles auf einmal, vielleicht ein bisschen viel. Naja, ich bin gespannt, was da auf jeden Fall an Belohnungen rauskommt. Jetzt ist es ja nicht mehr ganz so extrem mit Sardinenbüchse und so. Ich glaube, ich habe das aber auf keiner Shotgun drauf. Oder vielleicht auf meiner Partycrasher oder so. Boah, auf meiner Fehlwinters habe ich das nicht drauf. Ich habe doch auf neue Shotgun habe ich das drauf. Aber das wird doch rausgenommen, das Perk. Nö, ich habe es noch. Hier zum Beispiel, das ist eine Sardinenbüchse. Nein, das nächste große entfernt. Ding. Ne? Nee, das Perk wird entfernt. Ja? Ja. Das noch habe ich es. Schau mal ins Weekly Update, das Perk wird entfernt. Also na gut, auf ich ja aktuell bestehenden Waffen hieß es, dass es entfernt werden würde. Dann habe ich ja meine oder ich habe mich verlesen. Dann spiele ich mit der Chipperone. Chipperone von der Mario. Ja, die Chipperoni-Pizza. Also Leute, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich würde sagen, spätestens bis nächste Woche wieder zum Xur Review. Macht's gut, schönes Wochenende. Jo, von mir auch. Ciao, ciao.